Hallo und willkommen zurück bei Baphomets Fluch 5. Und ja, Eva steht hier rum. Wir sollten mal kurz mit ihr reden. Mit der lieben Eva. Hallo. Hallo, Eva. Senior Stobbart. Bitte nennen Sie mich George. So gut kennen wir uns noch nicht. Lieber nicht. Wann verlassen Sie und Ihre Freundin uns endlich? Naja, sie ist nicht wirklich meine Freundin. Ich weiß nicht, was Sie da abziehen, Senior. Mein Vater haben Sie eingewickelt, aber bei mir klappt das nicht. Na, jedenfalls weiß ich jetzt, woher Sie Ihre Manieren haben. Okay, also so gewinnt man nicht die Herzen einer Frau. Beziehungsweise das Herz. Soweit ich weiß, haben die auch nur eins. Wie ist denn der Vater überhaupt so drauf? Erzählen Sie mir was über Ihren Vater. Als meine Mutter starb, zog er mich groß. Als Gnostikerin? Er versuchte mir diesen Kram beizubringen. Er meinte, ich hätte eine religiöse Berufung. Hatte ich aber nicht. An meinem 18. Geburtstag zog ich aus und kam nie wieder. Ja, dann verstehe ich nicht, was sie hier einfach so macht. Selbst wenn er gefleht hat, so wie sich das anhört, ist er halt gegangen, so nach dem Motto, mich siehst du nie wieder. Wer ist Ramon eigentlich? Erzählen Sie mir was über Ramon. Er hat offenbar schon als Junge hier gearbeitet. War immer loyal, sogar als die Familie fortging und nie wiederkam. Ziemlich bescheuert. Und wer bist du eigentlich so richtig? Erzählen Sie mir etwas über sich selbst, Eva. Bin von zu Hause abgehauen, sobald es ging. Hab ein wenig gelebt seitdem. Und jetzt gehört mir eine Bar in Marseille. Das dürfte erklären, wieso Sie mit einer Waffe umzugehen wissen. No, Senor. Ich lernte mit einer Waffe umzugehen, um mir Ungeziefer vom Hals zu halten. Eva hatte echt einen umwerfenden Charme. Ja, okay. Sie hat ein wenig gelebt, so also kann man das halt auch nennen. Jetzt hat sie eine Bar. Keine Ahnung, wie man so plötzlich an eine Bar kommt. Da braucht man doch erstmal etwas Vermögen. Muss halt irgendwie schon mal was gemacht haben. So hier und da. Okay, das Gemälde, was noch nie gesehen hat. Was wissen Sie über La Maledictio? Mein Vater ist schon sein Leben lang davon besessen. Er glaubt, es stecke voller geheimer Botschaften. Ich finde, es ist ein dämliches Stück. Sicher, schon klar. Ja. Nico hat mir erzählt, dass Sie nichts über den Gnostizismus wissen. Nein, und das ist gut so. Ich brauche weder Götter noch Heilige, die mir sagen, wie ich zu leben habe. Schon klar, warum Sie und Ihr Vater nicht so gut miteinander auskommen. Ja, aber im Prinzip muss sie ja trotzdem da schon was wissen, auch wenn sie es halt ja nicht akzeptiert. Aber ihr Vater wird ja doch da schon ein bisschen was so beigebracht haben. Also es dürfte jetzt für sie kein Fremdwort oder sonst irgendwie was sein. Sie wissen also nichts über die Gnostiker? Sie sind eine religiöse Sekte und gehören in die Vergangenheit. Mein Vater ist besessen von ihnen. Und mehr weiß ich nicht darüber. Gut. Hier, Trevor, Andrea. Eva, das ist Trevor. Ah, wie niedlich. Sie mögen sie? Warum nicht? Genau, warum nicht? Sofort sympathisch. Blaue Statue, kaputte Statue. Wissen Sie irgendwas über diese Statue? Ich habe ein paar davon rumliegen gesehen. Ich vermute, die Faschisten haben sie im Krieg kaputt gemacht. Okay. Noch irgendwelche Ideen zu den Statuen? Das sind nur alte Steine. Mit dem Medaillon? Erkennen Sie das hier? Das ist das Medaillon meines Vaters. Er hat gesagt, er habe es verloren. Ja, er ließ es in Paris zurück. Wissen Sie etwas darüber? Als ich klein war, ließ er das Ding nie aus den Augen. Okay, aber seitdem wir hier ihr Trevor Andrea gezeigt haben, ist relativ friedlich. Ich habe Angst, wenn ich ihr das Rasierwasser irgendwie gebe, dass das dann hier in Schrot oder sowas umschlägt. Aber wir können es gerne Ich mal habe probieren. dieses Rasierwasser.
Was hältst du davon? Irgendwie. Mhm. Irgendwie halt. Na gut. Familienfoto? Das ist ihre Familie, richtig? Kaum zu glauben, dass das mein Vater ist. Naja, auch Eltern waren jung. Irgendwann. Was hat es hiermit auf sich? Das sind Zeichnungen vom Bild meines Vaters. Der Künstler hat dafür mit dem Leben bezahlt. Das passt. Dieses Gemälde bringt jedem Pech, der in seine Nähe kommt. Ja, das wissen wir. Hier die Unterlagen. Sagen Ihnen diese Aufzeichnungen was? Irgendwelche alten religiösen Texte. Na und? Okay, ja, also absolut kein Plan. Dann tschüss. Wir haben noch eine Sonnenuhr. Den Brunnen können wir eventuell auch noch mal näher betrachten. Das war eine alte, verwitterte Sonnenuhr. Aus der Anzeige konnte ich schließen, dass die Haupttüren des Hauses Richtung Norden wiesen. Mhm. Das hilft uns inwiefern? Das Windspiel bestand aus alten Dosen und anderem Müll. Wozu auch immer es gut ist, außer halt, dass es klappert. Der Brunnen funktionierte schon lange nicht mehr. So, zum Auto gehen wir nicht. Da ist nur der olle Ziegenbock da. Den brauchen wir nicht noch einmal. Dann gehen wir zur Tür. Eva hat ja nichts zu sagen. Wo ist Nico abgeblieben? Weiß keiner. Steht bestimmt irgendwo hinten in der Ecke und schmollt. Könnten wir ein, zwei Worte wechseln, Senior? Auf Wiedersehen. Bitte was? Sie wollten ein, zwei Worte wechseln. Das waren zwei. Ramon war in der Charmschule wohl gleich in der ersten Klasse rausgeflogen. Ach, wieso? Ich fand das gut. So, Kaminsims nochmal. Die Statue schien sich auf dem Sockel wohl zu fühlen. Echt jetzt? Können wir dann die andere dann draufsetzen? Hier die? So? Was haben wir denn noch hier? In dem Gemälde steckten alle Antworten. Aha. Die Menschenpyramide der Heiligen hatte uns zum Kastell geführt. Wo die anderen Hinweise uns wohl hinführen würden? Ja, keine Ahnung. Es war eine Pyramide aus gequälten Seelen. Sie sahen aus wie die Verdammten. Mhm. Und wieso ändert sich hier die ganze Zeit irgendwie die Sprache? Also. George klingt immer irgendwie anders. Bärtiger Mann, Priester, Gebäude, Narbengesicht, Mann mit Hundekopf. Ja, okay. Noch eine Menschenpyramide. Es war ein Kastell aus Heiligen. Castell del Sanz in Katalonien. Mhm. Und ein junger Mann. Ein junger und ein bärtiger Mann. Ein Priester mit einem Schloss im Mund, am Mund und irgendeiner Fahnen, Ast, Gott weiß was. Ein Mann mit Hundekopf, halt ohne Heiligenschein, aber anscheinend hat der tatsächlich irgendwie was zu sagen, der hier nicht. Der muss irgendwie schweigen, der hat was zu sagen, aber er ist kein Mensch. Gebäude. Sieht aber jetzt nicht so aus wie das Kastell, wo wir drin sind. Auch jenes nicht. Das ist eine olle Burg oder halt ein Stadttor. Das ist eine Stadt. Wobei das da hinten im Hintergrund aussieht, als würde es brennen oder sowas, als würde da ein Krieg toben. Aber es sind anscheinend nur Wolken. Wohl hier sieht es halt auch schon irgendwie merkwürdig aus. Halt hier eigentlich, hier die ganzen drei Bilder sehen irgendwie so aus, als wäre da im Hintergrund irgendwie was am Brennen. Okay, dann gucken wir mal, der Priester. Der Priester schien ein Vorhängeschloss am Mund zu haben. Er deutete runter auf den Ring unter ihm. Aha. Er darf halt nichts sagen. Das war der Körper eines Priesters, aber mit einem Hundekopf.
Die Gestalt zeigte schräg nach oben auf den Ring über sich. Mhm. In dem Ring war ein Turm. Vielleicht ein Hinweis auf einen Ort? In dem Ring sah man eine offenbar wohlhabende Stadt. Ja. Hier? In dem Ring erkannte ich einige Häuser. Das war ein Dorf oder eine kleine Stadt. Ja, schon klar. In dem Ring erkannte ich ein Burgtor. Ich hatte keinen Schimmer, was das bedeuten sollte. Hä, ich auch noch nicht. Ein vernarbtes Gesicht schaute mich aus der Mitte des Ouroboros an. Hobbs musste die Abbildung entdeckt haben, als er das Gemälde restaurierte. Aber was bedeutete sie? Und welche Verbindung gab es zur Tabula Veritatis? Die bärtige Figur war der Figur am Kamin in dem Saal sehr ähnlich. Ob es da eine Verbindung gab? Die Kugel in der Hand des Alten leuchtete grünlich. Ah, ja, halt grün und das ist blau. Die Figur des jungen Mannes sah genauso aus wie die vor dem Kamin. Das konnte kein Zufall sein. Die jugendliche Gestalt hielt eine leuchtend blaue Kugel in der Hand. Also könnte es schon mal sein, dass wir das mit den links grün, rechts blau richtig gemacht haben. Gehen wir nochmal raus. Also hier links grün, rechts blau. Wir könnten die aber nochmal hier so nach vorne eventuell drehen. So. Können wir, Moment, ist, können wir das hier mit... Ich brauchte eine bessere Idee. Ja, ich will mir eigentlich das Bild nur nochmal angucken. Das wäre nutzlos. Okay, können, was ist denn hier eigentlich? Das hätte nicht funktioniert. Oder muss ich die doch drehen? Die Skulptur ähnelte dem bärtigen Mann in dem Gemälde. Sie erinnerte mich auch an die Figuren in Simeons Aufzeichnungen. Ja, dann guckst du dir nochmal an. Können wir das hier... Das würde nicht funktionieren. Weil das wäre doch ein Hinweis mehr oder weniger darauf, wie das hier ausgesehen hat. Das Foto zeigte die Familie Marquez. Ah, okay, die stehen mit dem Rücken dazu. Okay. Da müssen wir gleich dann noch mal ein bisschen drehen. Aber zuerst mal quasseln wir mal mit ihm. Señor Marquez. Weiß er noch irgendwas? Mr. Stobbart. Genau. Wenn wir diese Tabula finden wollen... Ja? Dann müssen Sie uns schon etwas helfen. Natürlich. Ich meine, indem Sie uns gegenüber völlig ehrlich sind. Wann war ich denn mal nicht ehrlich? Also, das sind Sie mit Ihren Eltern? Genau. Aufgenommen genau in diesem Haus vor vielen Jahren. Ja, deswegen können wir das hier dann vergleichen. Ich glaube, das gehört Ihnen. Mein Medaillon! Wo haben Sie das denn gefunden? Es lag in der Wohnung von Nikos Nachbar. Wollen Sie es nicht zurück? Nein, behalten Sie es lieber noch etwas. Es hat einen Sinn, einen Zweck. Vielleicht finden Sie heraus, welchen. Aha. In Ordnung. Sagen Sie einfach, wenn Sie es wiederhaben wollen. Okay, dann haben wir noch Schrott, den wir hier rumschleppen. Kaputte blaue Statue. Schauen Sie sich das hier mal an. Sie ist kaputt. Eine alte Statue. Die hat wohl jemand für Schießübungen missbraucht. Mhm. Hier, er hier sehr wahrscheinlich. Gemälde. Erzählen Sie mir etwas über das Gemälde. Als Kind habe ich stundenlang hier gestanden und es angestarrt. Wer war dieser geheimnisvolle Maler El Serp, die Schlange? Und wieso dieser Name La Maledictio, der Fluch? Das habe ich meinen Vater auch gefragt, aber er meinte nur, ich solle mich gedulden.
Eines Tages würde ich alles verstehen, sagte er. Okay. Ja, aber wenn er es als kleines Kind die ganze Zeit angestarrt hat, dann müsste er doch eigentlich wissen, wie es hier so ausgesehen hat. Also solche Sachen prägen sich doch einem ein. Selbst wenn er jetzt hier schon alt und dement ist, aber das ist ja dann eher immer irgendwie so die Kurzzeitgedächtnissachen, die einem nicht so hängen bleiben. Aber halt irgendwie, was schon lange passiert ist, daran können die sich ja erinnern. Senor, können Sie irgendwas auf diesem Gemälde entschlüsseln? Diese Pyramide der Heiligen natürlich. Ich wusste, dass damit ein Kastell gemeint war. Und die Heiligen selbst sind Gnostiker. Sehen Sie die Frau in Rot? Die Sie auf dem Foto markiert hatten? Das ist Maria Magdalena. Wir verehren sie als wichtigste Jüngerin Jesu Christi. Aber der Rest? Ich habe keine Ahnung. Das Symbol auf dem Gesicht ist offensichtlich die Tabula. Aber die Elemente darum herum kann ich nicht deuten. Okay. Wann waren Sie das letzte Mal hier, Senor? Nicht mehr seit diesem Tag, an dem mein Vater getötet wurde. Warum hat das Bild uns dann hergeführt? Wie ich schon sagte, weil sich nur in diesem Raum seine Hinweise zu erkennen geben. Ja, aber wenn er vorher nicht mehr hier war, wieso ist er denn jetzt plötzlich hier? Und wer hat ihm aufgemacht? Ist das nicht irgendwie Hausfriedensbruch? Wohnt hier sonst keiner? Deswegen, also dafür, dass es sonst hier irgendwie unbewohnt wäre, sieht es erschreckend sauber aus. Was hat er denn mit den derzeitigen Bewohnern dann gemacht? Liegen die irgendwo unten im Keller? Ich denke mal, ich muss dann als nächstes mal hier durch die Tür gehen und gucken, ob wir nicht nur irgendwelche Leichen finden. Warum ist die Tabula Veritatis den Gnostikern so wichtig? Sie ist ein Gegenstand von unerhörter Macht. Meine Vorfahren haben sie jahrhundertelang beschützt. Vor langer Zeit gingen sie ins Exil nach Katalonien und brachten sie mit. In jeder Generation kennt jeweils nur ein einziger Gnostiker ihr genaues Versteck. Mein Vater, Xavier, war der letzte von ihnen. Er wusste, dass sich finstere Mächte zusammenbrauten. Aber ich war noch zu jung, um das Geheimnis zu erfahren. Also gab er La Maledictio in Auftrag und arbeitete Hinweise auf das Versteck der Tabula in das Gemälde ein. Was eine super Idee ist. Nur sollte man es dann trotzdem irgendjemandem verraten, wie man diese Sachen lesen kann. Aber was genau ist die Tabula? Was kann sie bewirken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine Katastrophe für die Menschheit wäre, fiele sie in die falschen Hände. Die da wären? Was ist in Paris passiert? Wir dachten, sie wären tot. Ein Mann kam in die Wohnung, auf der Suche nach Senorita Collard. Er erwähnte ein gestohlenes Gemälde, das einem Russen gehören sollte. Ich habe ihm selbstverständlich gesagt, dass ich der wahre Eigentümer bin. Selbstverständlich. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass dieser Schläger mich in einen Sessel drückte und drohte, mich zu erschießen. Also habe ich ihm von dem Kastell erzählt. Und als er dann seinen Boss anrief, habe ich ihn mit einem Porzellanhund niedergeschlagen. Er ahnte wohl nicht, dass sie nicht nur bellen, sondern auch beißen, was? Naja, okay, dafür waren also die Möpse gut. Aber uns ist da auch kein Mops irgendwo aufgefallen, der irgendwie Blut irgendwie dran hat oder kaputt war? So, wie hast denn hier eigentlich deine Tochter rumgekriegt? Eva ist also ihre Tochter? Sie war ein Geschenk Gottes, spät in meinem Leben. Eines Tages wird sie in ihrem Herzen einen Platz finden für den Gnostizismus. Da bin ich mir sicher. Na, ich glaube da weniger dran. Die Gnostiker sind also die Guten? Die Bezeichnungen Gut und Böse sind bedeutungslos. Wir wollen nur das Gleichgewicht wahren und die Tabula vor jenen beschützen, die sie zu selbstsüchtigen Zwecken missbrauchen wollen.
Ja, aber um irgendwie was zu beschützen, sollte man doch erstmal wissen, was es überhaupt kann. Weil nicht, dass es einfach nur da irgendwie steht, wer das liest, ist doof und wer mich beschützt, der ist noch viel döver. Nutzt ja auch nichts. Wenn ich jetzt nicht weiß, was ich damit anfangen kann, dann weiß ich auch nicht, vor wem ich das beschützen kann oder brauche. Wenn da irgendwie, was weiß ich, das Heilmittel für Krebs draufstehen würde und da wird einer hier, ein Pharmavertreter, klopfen, aber ich hätte jetzt keine Ahnung, was es ist, ja. Kann auch irgendwie ein Rezept für einen Kuchen sein. Na gut, okay, wir haben mit ihm über alles gesprochen. Naja, hier Trevor Habe Andrea. ich überhaupt schon mal Trevor erwähnt? Ja, hast du schon, aber wir machen es trotzdem. Ah, der alte Kakerlake in der Schachteltrick, was? Ach, den kennen Sie schon. Der ist fast so alt, wie der Frettchen in der Unterhose Oh, du hast trägt. ein Frettchen? Cool. Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden. Okay, der Herr Marquess hat anscheinend ein Frettchen in der Unterhose. Alles klar. Jo, dann. Wir müssen die Antwort finden. Ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Und dann gehen wir erstmal durch diese Tür, um die eigentlichen Bewohner hier zu finden. Oder so. Was weiß ich. Und dann müssen wir hier irgendwie die Dinger mal ausrichten. Naja, gut. Wie gesagt, das alles irgendwie demnächst. Bis dann.